Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es insgesamt zwei Spargelrezepte. Eins gibt es bei mir und das andere beim Kanal von Natürlich Lecker, den haben wir unten in der Infobox und auch hier im Video nochmal verlinkt ist. Und wir dachten uns, wir machen uns zwei super leckere Spargelrezepte, da der Frühling ja langsam anfängt. Bei mir gibt es einen leckeren Spargel-Bauernsalat. Und was der Alex von Natürlich Lecker gezaubert hat, das verrate ich noch nicht. Das müsst ihr euch schon selber anschauen. Den Spargel schälen, schräg anschneiden und anschließend für ca. 3-4 Minuten in Salzwasser bis fest garen. Das Ciabatta in Streifen schneiden und anschließend bei 170 Grad für 3-4 Minuten in den Ofen stecken. Die Tomaten halbieren, dann erstmal beiseite stellen und jetzt kümmere ich mich um die Vinaigrette. Dazu nehme ich eine Schüssel, gebe das Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker und zum Schluss noch etwas Oregano hinzu. Dann alles gut vermischen und nochmal kurz beiseite stellen. Zum Spargel gebe ich dann die Kirschtomaten, die Vinaigrette kommt da drüber. Und jetzt brauche ich noch eine Knoblauchzehe, die ich halbiere und damit reibe ich beide Hälften des Brotes ein. Anschließend in Würfel schneiden und ab damit zum Salat. Alles umrühren und zum Schluss noch mit etwas gehobelten Parmesan servieren. Zum Salatrezept sage ich euch direkt, es sollte schnell serviert werden, da das Brot, auch wenn es richtig schön kross ist, natürlich durch die Vinaigrette immer ein bisschen aufweicht. Das heißt, innerhalb von 15 Minuten sollte es schon auf dem Tisch sein, aber es hält sich schon eine Weile, also keine Bange. Euch wünsche ich jetzt noch einen super guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!